Tada! Heute werden wir jetzt erst einmal schauen, ob der PC überhaupt noch läuft nach diesen Bastelaktionen und wie es dann weitergeht, erzähle ich euch danach. Aber jetzt noch, also ich habe noch nichts ausprobiert, ich bin selber gespannt. Netzteil und ob ich alles richtig angeschlossen habe. Dann hier außen. Setzt sich in Bewegung, alle Lüfter gehen. Wo bleibt der Monitor? Ist der überhaupt einschalten? Hat der überhaupt einen Einschalter? Strom gescheit einstecken. Na, er kommt. Jo. Leute, der PC läuft, die Lüfter laufen, was wollen wir mehr? Hinten bläst er raus. Das Netzteil, Lüfter geht gar nicht. Das ist der andere Vorteil von diesen Corsair-Netzteilen. Die Lüfter laufen wirklich bloß, wenn sie benötigt werden. Jo, schön. Nein, ich installiere jetzt gar nichts. Ist ein Live-Update 6 Version verfügbar? Nein, ich will jetzt nichts updaten. Internetzugriff habe ich, WLAN funktioniert auch ohne Antenne hier. Dann können wir schon wieder herunterfahren. Jo, das war das, was ich wissen wollte, ob der Rechner überhaupt läuft. Wunderbar, passt, super spitze. Und ihr habt es ja gesehen, das Ding ist wirklich schnell mit einer SSD-Festplatte. Ja, wie geht's weiter? Nachdem es mit dem Folieren ja noch mindestens 2 bis 3 Wochen dauert, aber ja der V-Pin eigentlich vorher fertig sein sollte. Mir noch ein paar Teile fehlen, werde ich jetzt aber trotzdem anfangen, die Buttons alle neu zu schrauben, soweit es mir möglich ist. Ja, und eventuell anfangen zum Verkabeln. Ein paar Kabel kann ich definitiv machen. Ja. Und dann heißt es auf DHL warten, Wix im Playfield Monitor. In Stauffenberg hängt das Paket fest. Die kommen da irgendwie nicht in die Puschen, es weiterzuleiten. Ja. Und das andere Paket ist noch vom V-Pin Shop. Da hoffe ich jetzt auch, dass es nächste Woche kommt. Und dann geht es richtig hardcore weiter. Ja, gut. Ab Mittwoch habe ich Besuch da. Da wird dann übers Wochenende nichts gehen, aber dann halt die Woche drauf. Aber da geht es dann richtig ab. Gut, ich halte euch naja, über das bestellte Zeug auf alle Fälle auf dem Laufenden. Aber jetzt räume ich erstmal den Monitor dann wieder weg. Ich habe schon gedacht, da sind Kratzer drin. Schock. Ja, und machen wir weiter.
Touchscreen oder was? Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaube, das war eine Halluzination gerade. Naja. Ausschalten. Dürfte der auch nichts mehr tun. Machen wir weiter. Ah ja, und mit meinem Halter für die Monitore hinten dran habe ich ja auch noch was vor, aber das seht ihr dann, wenn es fertig ist. Gut. Weiter geht's. So Leute, ich fummel mir hier gerade einen ab. Um den ganzen Käsekuchen dann reinzukriegen. Weil. Diese Schalter hier und diese Druckknöpfe. Na, da ist er schon zusammengebaut. Da hier auch noch zusammengebaut werden müssen. Aber so mittlerweile habe ich es, glaube ich, auch halbwegs kapiert, wie das funktioniert. Und dann kommt da eine Beleuchtung rein. Naja, machen wir den zweiten. Nee, der zweite wird weiß. Der zweite ist der Coin-Button. Der wird weiß. So. Das Ding da irgendwie hier rein. Na, nicht mitdrehen. So, dann wird das noch ausgerichtet, alles sauber und ordentlich festgezogen. Und wenn dann eben foliert wird, zack, zack, alles einzeln rausnehmen, Knöpfe raus und dann kann man da auch folieren. Die Coin da werde ich dann auch gleich reinsetzen. Und. Soweit ich halt komme. So Leute, das habe ich dabei geschafft und ich könnte ausrasten. Ich wollte eigentlich das Schloss hier noch alles fertig machen. Dann hatte ich ja hier das Teil runtergedreht, das weggenommen und denkt man noch, hier liegt so eine Scheibe mit Anschlag drauf, setze ich die Mutter wieder an, dass die nicht verschwindet und ratet mal, was passiert ist. Ich habe vergessen, die Mutter anzusetzen. Die Scheibe ist verschwunden. Runtergefallen, was weiß ich. Ich suche hier jetzt schon bald eine Stunde. Finde sie nicht. Und naja, scheiße war es mit dem Schloss. Egal, da war eh bloß ein so Schlüssel dran. Das Ding hat mir eh nicht gefallen. Bestellen wir halt schneller. Ja, so ein Spindschloss oder wie man da sagt. Habe ich schon in eBay rausgesucht. Hilft nichts. Bestelle ich mir. Gut. Weiter geht's, bloß wann? Weil eben ja morgen dieser Sturm angesagt ist und wenn der wirklich kommt und so heftig ist, kann ich hier den Ofen nicht anfeuern und zum Frieren habe ich hierin keinen Bock. Weil wenn draußen ein Uzwind geht, bläst der mir meistens so in den Ofen rein, dass man hierin schier erstickt. Ja, und Heizkanone, das war immer das Geräusch im Hintergrund. Das will ich euch dann die ganze Zeit auch nicht antun. Ist mir eben in den letzten Videos aufgefallen, wo ich bearbeitet habe. Und ja, danach habe ich sie ja immer extra gleich ausgeschalten. Aber gut. Was habe ich sonst noch für Kleinigkeiten zu tun? An die Schütze kommen noch so kleine Dioden. Da kann ich dann noch gleich Kabel hinlöten und mit einem Schrumpfschlauch überziehen. Da kann ich auch noch schauen, ob ich noch einen da habe. Ja, und so Kleinigkeiten halt vorbereiten. Ja.
Aber das zeige ich euch dann alles. Weil das Video ist ja hier jetzt noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Wenn ich heute, wenn nicht morgen, dann höchstwahrscheinlich übermorgen. Das wäre dann der Dienstag. Ja, genau. Bis zur nächsten Szene. Geht weiter. Nächste Folge. Nee, nicht nächste Folge. Nächste Szene. Ich bin ja eigentlich mitten im Video. Heute Montag. Der Sturm hat richtig schön nachgelassen. Wir haben den Ofen anfeuern können, also muss ich nicht frieren. Und heute fange ich ja mit der Elektrikverkabelung an. Und zwar mit den Dioden, wo ich ja letztens auch schon gezeigt habe, dass die da reinkommen. Und da muss ich erstmal Kabel hinlöten und Steckerle hinmachen, AD-Enthülsen, und das mache ich hier unten. Ob ich mit dieser Billiglötstation jetzt richtig zum Löten komme, weiß ich noch nicht einmal. Ja, hier habe ich mir die Käbelchen schon vorbereitet. Die werde ich, ja, wenn sie neu gehen, nein, werde ich so aneinander löten, dann einen Schrumpfschlauch drüber ziehen und verschrumpfen und es eben mit allen 1, 2, 3, 4 Dioden und auf beiden Seiten. Auf die andere Seite wird dann auch noch abisoliert, kommen dann AD-Enthülsen. Also aneinander gelötet, jetzt noch Schrumpfschlauch drüber und fertig. Ja, halt. Und die Ader, na, wo ist denn die Cam hier? Die AD-Enthülsen halt noch drauf machen und Scheiß auf die Lötstation. Ja, billig Dreck. Dann nehme ich lieber meine gute alte Bosch-Lötpistole. Muss man bloß aufpassen, dass man das ganze Ding nicht zu heiß macht. Die Dioden und der erste Kabelsalat fertig. Und ja, jetzt setzen wir gleich noch was ein und dann mache ich für heute auch schon wieder Feierabend. Aber ihr wisst ja, für euch bloß ein Cut. So, noch mal ganz kurz auf den Schaltplan geguckt. So und so und so. Jawohl. Jawohl, ja. Kabelsalat. Na? So, dann hier auf den hier. Jo. Dann geht's darüber. Ich schwenk mal die Cam. Die haben hier oben schon die Dioden mit drin. Und der geht dann eben hier mit drauf.
und von dem darüber und darüber, darüber und darüber und einer geht dann noch zum Netzteil. Ja, dieses Kabel werde ich hinten an der Wand festmachen, aber das zeige ich euch dann in der nächsten Runde. Sprich, dann nach dem nächsten Cut. Ja. Die Verkabelung hat begonnen. Irgendwie kann man doch immer weiter bauen. Auch wenn noch Teile fehlen. Naja. Apropos, heute wäre der Monitor wieder drin gestanden, dass er zugestellt wird. Wieder nix. DHL. Also sonst bin ich ja immer zufrieden mit denen, aber dieses Mal ist da echt der Wurm drin. Naja, was soll's. Wenigstens ist er anscheinend schon im Landkreis. Gut. Bis zur nächsten Szene kann ich bloß sagen. Und die wird halt morgen dann aufgenommen. Oder später, falls ich nochmal hier hinterkomme. Keine Ahnung. Wir sehen uns. So Leute, wieder ein Tag. Ein Abend. Heute ist der Dienstag. Der 11. Ich will auch gar nicht lange hier hinten bleiben. Ich habe mich nicht einmal umgezogen, habe meine guten Klamotten an. Ich war nämlich gerade shoppen für meinen Geburtstag übermorgen. Tja, da muss ich noch einiges vorbereiten und deswegen ist heute gar nicht viel angesagt, aber heute ist die Post gekommen. Haha! Schloss! Und das bauen wir jetzt ein. Da ist noch was gekommen. Moment mal. Ja! Tada! Da ist er! Den will ich natürlich schnell noch aus der Packung rausnehmen, anschließen und gucken, ob er funktioniert. Und dann wieder in die Packung reinstecken. Und ob er überhaupt in das Kabinett reinpasst. Ja. Zu mehr habe ich heute leider nicht Zeit, aber jetzt bauen wir schnell mal das Schloss ein. Jo, Schloss ist drin. Funktioniert. Und das Schöne ist, hier passt sogar der Abstand. Gut, ich kann hier jetzt noch ein klein bisschen nachbiegen, aber ob das jetzt notwendig ist, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Das ist ja eh bloß zwecks der Optik. Und hier reinkommen tut dann dieses Teil hier. Also wie gesagt, angeschlossen wird es nicht. Es ist nur für die Optik. Und dass man halt in das Kabinett hineinkommt. Aber jetzt werden wir den hier schnell auspacken. Ist das ein Monster? Leck! Ja, also da reinpassen tut er schon mal. Links und rechts kommen dann noch Leisten hin. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie der angeschlossen wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird noch ganz spaßig alles. Ich weiß nicht warum. Drückele. Ho, er leuchtet. Also, das wäre eine Größe, die könnte ich auch vorne ohne Brille lesen.
reinfallen. Ja, Leute, der Monitor läuft. Dann werde ich den jetzt ganz schnell wieder einpacken. Weil, wenn es dann weitergeht mit dem Monitor einbauen, hole ich den wieder aus dem Karton raus. Ist doch klar. Mhm. Ja. Da muss ich mir ja sowieso erst noch überlegen, wie ich den einbaue. Aber wahrscheinlich bloß ein paar schöne Streben unten drunter. So in der Richtung. Okay, ich bin mal schnell weg. Gut. Nee, ich glaube heute, oder für heute war es das. Ja, beziehungsweise, wenn es blöd läuft für die ganze Woche. Naja, vielleicht finde ich ja zwischendrin mal ein Stündle für mich Zeit. Ansonsten machen wir Party und andere Videos. Tja, Freunde, wir haben immer noch Dienstag. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Jetzt haben wir es gleich 11:30. Ja, ich bin noch mal hinter. Und habe noch ein bisschen weiter verkabelt. Ja, weil der Kabelsalat hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen. Da haben wir gedacht, das mache ich jetzt noch. Ich hole euch her und dann schauen wir noch schnell ins Kistal rein. So. Ja, ich habe hier jetzt noch meine Klebepatties dahin geklebt und mit Kabel bin dann eben das Kabel darüber festgemacht. Dann habe ich hier gleich noch eben diese Brücken gezogen. Wer jetzt von mir wissen möchte, was das alles noch für Anschlüsse sind, Leute, ich habe keinen Plan. Das ist mir dann zu viel. Da müsste ich mich auch erst einlesen. Ich weiß das auch bloß, weil das hier auf den Schaltplan so richtig schön bebildert ist. Ja, das ist eben die 24 Volt Anlage. Egal wo jetzt das Netzteil hinkommt, ich habe hier jetzt mal die Kabel lang genug gelassen. Wie gesagt, da warte ich noch auf die anderen zwei Netzteile. Ich hoffe, dass das Zeug die Woche auch noch kommt. Ja, und eben wenn die da sind, kann ich oder werde ich die dann positionieren und dann werden die Kabel auch angeschlossen und weiter sauber verlegt. Der Kabelklabuster vom Lüfter wird dann im Kabelkanal mit verschwinden. Vorne kommt da das Pin Control 2 drauf und auch erst wenn das liegt, werde ich anfangen, die Minuskabel, nennen wir es mal die Minuskabel anzuschließen und da gehe ich dann eben von Schütz dann immer direkt auf den Anschluss vom Pin Control. Ja, und genau wie es halt hier nach dem Schaltplan ist. Ja, und den Replay-Knocker habe ich ja schon da, aber der kommt dann auch erst später hin. Der Giermotor, das ist der Shaker. Ja, die Schalter kann ich auch erst verkabeln, wenn ich das Pin Control drin habe. Ja, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wird die Woche nicht mehr viel weitergehen. Ich schaue jetzt, dass ich das Material von der Cam runterziehe, um euch noch ein Video zu geben. Und das nächste wird dann endlich wieder ein ordentliches Grillvideo sein, ein Dutch-Ofen-Video. Mhm. Und das mache ich ja schon übermorgen. Und vielleicht bringe ich das dann auch, ja, am 13. mache ich das Video. Wenn ich dazu komme, werde ich das dann noch bearbeiten und raushauen. Aber da werden ja jede Menge Videos gedreht noch die Woche. Wir werden sehen. Leute, in diesem Sinne, bis Donnerstag. Ja, bis zum nächsten Video halt. Und dann, wenn ich es rausgebracht habe.
Ganz einfach. Es gibt auf alle Fälle was aus dem FT18. Mhm. Okay, wir sehen uns. Tschaikowski, bis zum nächsten Grillvideo und dann V-Pin-Video.